Es regnet in Norderstedt, aber der Fußball, er feiert Hochsommer an der Ochsenzoller Straße. Norderstedt, das beste Rückrundenteam der Liga, begrüßt den Aufstiegsaspiranten VfB Lübeck. Das Hinspiel gewannen die Lübecker mit 3:1. Diesmal soll es anders laufen. Und dabei muss die Eintracht auf Torjäger Jan Lüneburg verzichten. Er fehlt gelb gesperrt. Der VfB hofft derweil auf den ersten Sieg im Edmund-Plambeck-Stadion seit 13 Jahren. Schiedsrichter Axel Martin pfeift die Partie an. Norderstedt in den roten Trikots von rechts nach links. Und Norderstedt hat auch die erste Chance der Partie. Rose mit dem langen Ball. In der Mitte wartet Steven Lindener. Kangmin Choi zeigt Nerven, platziert den Ball neben das leere Tor. Die Elf von Trainer Dirk Heine ist die deutlich aktivere, sucht immer wieder den Abschluss. Kombiniert sich sehenswert nach vorne, wie hier Lindener. Choi kommt nicht mehr entscheidend an den Ball und Yahya Kunat, Prädikat künstlerisch wertvoll, aber weiterhin 0:0. Nächste Gelegenheit. Freistoß getreten von, na klar, Philipp Koch. Der Ball landet bei Jeremy Karikari und der Ball ist drin. 1:0 für die Norderstedter Eintracht und den Treffer haben sie sich erarbeitet. Karikari bekommt den Ball butterweich serviert und den macht der Deutsche Ganal, der unter anderem schon bei RB Leipzig aktiv war, ohne Probleme. Erstes Saisontor für Karikari, 6. Vorlage für Philipp Koch. Wieder Freistoß Norderstedt, quasi identische Position. Koch findet, ja wen wohl, Jeremy Karikari. Der Kopfball etwas zu unplatziert, trotzdem, der Junge ist richtig gut drauf. Beim VfB Lübeck geht nicht viel zusammen. Bislang keine nennenswerten Aktionen. Da fasst sich Marvin Thiel mal ein Herz und wird beinahe belohnt. Lübeck sendet ein Lebenszeichen. Zweite Halbzeit. Die Seiten sind gewechselt. Das Muster jedoch nicht. Standard durch Philipp Koch. Jeremy Karikari zum ersten, zum zweiten und drin. Doppelpack. Unfassbar. Jeremy Karikari mit dem Spiel seines Lebens. Und der Mann ist Innenverteidiger. Der hat erst einmal für Norderstedt getroffen. Im Pokal. Heute gleich 2 Treffer. Ein Tag, an den er sich wohl noch lange erinnern wird. Und weiterhin spielt nur die Eintracht. Yahya Kunat, der eine gute Partie macht, legt den Ball auf die Außen. Das können wir jetzt zwar nicht sehen, aber Ermir Sekciri setzt sich da durch, bringt den Ball in die Mitte. Da ist Lindener und Yahya Kunat artistisch. Norderstedt demonstriert Stärke, unterstreicht seine gute Form. Lübeck quasi ohne Gegenwehr. Noch einmal Norderstedt. Lübeck bekommt den Ball nicht raus. Lindener legt ab auf Deran Toksic. Auch wenn hier ein gutes Stück fehlt, Norderstedt spielt hier ganz großen Fußball. Nach 90 Minuten pfeift Axel Martin ab. Eintracht Norderstedt gewinnt verdient mit 2:0 und bleibt das beste Team der Rückrunde.